Dieses Video erklärt die Lerninhalte, die auf LabDo-Laptops vorinstalliert sind. Wir haben verschiedene Inhalte bereits zusammengetragen. Die meisten stehen in dem Ordner Home LabDo Public. Dort sind E-Books, Anleitungen, Manuals, Lexika, Offline-Inhalte, alles vertreten. Der Benutzer-Student kann auch hierauf zugreifen, wenn die entsprechenden Rechte eingestellt sind. Wenn man Firefox öffnet, sind mehr Reiter bereits vorbelegt. Im ersten ist ein Wikipedia for Schools. Dort sind selektierte Inhalte für Kinder mit Daten und Grafiken bereits zusammengetragen. Man kann dort navigieren, als wenn man online wäre, hat aber die Inhalte komplett offline auf der Festplatte. Im zweiten Reiter ist ein Multimedia-Englischkurs mit Audio, Video, Anleitungen, Prüfungen etc. bereits auch zusammengetragen. Ganz nett ist zum Beispiel auch ein Bilderlexikon, das anhand von Fotos erklärt, was auf Englisch heißt. Alle unsere Inhalte sind lizenzfrei, da legen wir großen Wert drauf und können also auch öffentlich im Internet genutzt werden. Wir haben es jetzt nur offline gestellt, weil die wenigsten Schulen Internetzugang haben. In dem dritten Reiter sind verschiedene Wikis und Anleitungen zusammengetragen. Hier zum Beispiel das lx.de zu der Benutzeroberfläche auf Arabisch, auf Spanisch, Französisch. Ihr seht es dort oben in der Liste der Sprachen. Diese Inhalte werden circa alle 3 Monate aktualisiert. Also zwischendurch solltet ihr vom FTP-Server die neuesten Inhalte auch herunterladen. Wer die Images for Cloning benutzt, hat die sowieso immer aktuell. Der vierte Reiter funktioniert nur, wenn man Online-Zugang hat, hier der normale Google-Zugang zum Suchen. Dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Lernprogramme. Auch dort gibt es entsprechende Unterlagen. Man kann auch Programme gezielt aufrufen, wie zum Beispiel das Calibre. Das kennt ihr vielleicht auch von E-Book-Readern. Das ist ein Programm, mit dem man dann E-Books, EPUBs, PDFs und so weiter lesen kann. Auch da haben wir einige bereits vorinstalliert. Man kann natürlich auch welche nachinstallieren, auch offline per USB-Stick zu den Schulen mitbringen, mitnehmen. Wer auf den FTP-Server zugreift und die Lerninhalte lokal runterlädt, findet auch in verschiedenen anderen Sprachen Inhalte, die wir dort schon zusammengetragen haben. Wir installieren allerdings in der Regel erstmal nur Englisch vor und dann weitere Sprachen, sofern benötigt. Wer das Image geklont hat, kann dann auch bereits auf 4 Simple Books zugreifen. Das ist in Xova eine schöne Sache. Da kann man dann bereits vorinstallierte Wikipedias, Wikibooks, Wikidictionaries und so weiter benutzen. Es gibt in Xova insgesamt über 800 Offline-Wikis, auf die man zugreifen kann, und diese kann man auch gezielt nachladen. Der Import dauert aber je nach Rechnerleistung und Bandbreite relativ lang, und ich würde auch nicht raten, die Bilder und andere Daten zu importieren, weil das teilweise 60, 80 GB große Ordner werden. Ansonsten findet man hier wirklich sehr, sehr viele Sprachen, auch regionale Sprachen, gerade für Afrika oder Asien. Einfach mal schauen, was da angeboten wird. Es gibt auch ein Videotutorial. Wir sind dabei, das jetzt auch für lx.de zu machen. Also wenn ihr dann draufklickt, werdet ihr dort vielleicht andere Inhalte finden, als jetzt gerade hier auf dem Schirm mitlaufen. Wir sind immer bemüht, das jeweils aktuell zu halten.